Ja, dann herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir werden heute das 8. Weltwunder gemeinsam erleben. Und da freue ich mich sehr, dass der Gast, der entsprechende Gast zu diesem Weltwunder heute bei mir ist, Titus Dittmann. Hallo. Moin, moin. Frisch auf Afghanistan zurückgekehrt. Ich kann mich ja gut daran erinnern, wir saßen ja schon mal vor 9 Monaten etwa. Und da warst du auch schon in Afghanistan unterwegs und hast dort das Projekt praktisch eingeläutet. Es wurden die ersten Grundsteine gelegt. Jetzt warst du wieder da. Worum geht's? Es ist ein riesiger Skaterpark, der dort entsteht, an einer Schule im Westen von Afghanistan. Und dieses große Projekt leitest du gemeinsam mit Robert Neudeck, auf den wir vielleicht gleich auch noch zu sprechen kommen. Und du hast dir dieses Projekt angesehen. Kommst jetzt zurück, ich denke nicht gut erholt, aber zumindest zufrieden. Ja, vor 9 Monaten haben wir die Schule rausgesucht und das Gelände, wo wir dann dieses Joint Venture umsetzen wollen. Die Grundidee war halt, neben ja, der Bildung und was zu essen braucht der Mensch natürlich auch. Und gerade Jugendliche, die brauchen halt noch ein bisschen mehr. Oder Kinder, nämlich auch ein bisschen kindgerechtes Aufwachsen. Gehört zur Entwicklung dazu. Und gerade in der Pubertät braucht man Ausdrucksmittel, ja, damit man auch irgendwo ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft mal wird. Ja. Und ja, ich bin sowieso der Überzeugung, wenn man eine Gesellschaft ändern will, muss man bei den Jugendlichen und bei den Kindern anfangen. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass das auch in solchen Krisengebieten wie Afghanistan super gut funktioniert, dass das Skateboard wirklich die sinn- und identitätsstiftende Sache überhaupt ist für Jugendliche. Und ein super Werkzeug, mit denen zu arbeiten, macht auch richtig Spaß noch nebenher. Ja, und Rupert Neudeck von Grünhelmen, durch Kap Anamur ja bekannt durch seine Aktivitäten, hat schon 32 Schulen in Afghanistan gebaut. Ja. Und an einer haben wir jetzt den ersten Beton-Skateboard-Park eröffnet. Und ihr habt tolle Bilder mitgebracht, wie wir hier auch sehen. Hier sieht man, wie sich der Park entwickelt hat in den letzten Monaten, seitdem du das letzte Mal da warst. Und ich war ja total begeistert. Ich habe die Bilder heute selbst ein bisschen zusammenschneiden dürfen. Da oben stehst du auf dem Anhang und siehst zu, wie die afghanischen Kinder gut geschützt, übrigens auch durch Helme und auch durch Schienbeinschoner beziehungsweise auch durch Knieschoner. Und passiert ist da, glaube ich, nicht genau viel. Jetzt muss man dazu sagen, dass das zeitlich von mir nicht ganz so optimal koordiniert war. Ja. Weil das ist nämlich mitten an den größten Feiertagen, dem Fastenbrechen in Afghanistan, etwa so wie bei uns die 3 Tage Weihnachten. Und wenn man natürlich am ersten Weihnachtstag eine Eröffnung macht, klar kommen dann auch ein paar Kids, aber die Schule war zu, alle bei den Verwandten besuchen und so weiter, ja, und klar, so fort. Das war natürlich dann eher eine Eröffnung im kleinen Rahmen. Wenn das während der Schulzeit ist, dann kann man sich kaum noch retten. So viele Kids laufen da rum und reißen sich um die Skateboards. Das Ganze ist in der Provinz Herat in Westafghanistan. Karok heißt diese Stadt. Richtig. Wie viele Kinder gehen insgesamt in diese Schule? Also da wird gerade ein drittes Gebäude gebaut. Sind verschiedenstufige Schultypen dort. Und jetzt wird gerade noch eine Grundschule gebaut. Und irgendwann soll das mal für 7.500 Schüler ausreichen. Und dann bietet es sich natürlich auch super an, auf dem Schulhof eine solche Anlage zu erstellen. Ja. Und die ist ja, da kann man ja nicht nur Skateboard fahren, sondern über diese Sportarten wie Skateboard, Inline, BMX, was man dann oft in diesem Park speziell machen kann, geht das automatisch über in Volleyballplatz. Man kann ein bisschen Fußball spielen und so weiter. Wir haben auch extra eine 2 Meter hohe Mauer drumherum gebaut. Nicht, um das Ganze einzusperren, sondern damit auf Dauer auch die Mädchen eine Chance haben, dort Skateboard zu fahren und Sport zu treiben, weil es findet ja auch Schulunterricht, alles getrennt statt von Mädchen und Jungs. Und wenn die Jungs zugucken können, dann machen die Mädchen auch keinen Sport. Habt ihr das so festgestellt? Wir haben ja dort vor Ort einen Grünhelme-Mitarbeiter, der dort lebt, der 20 Jahre zwar in Deutschland gelebt hat, aber mit seiner Familie in Herat lebt. Und der kennt natürlich die Gebräuche, Sitten und diese kulturellen Voraussetzungen sehr gut. Und was er uns empfiehlt, ist für uns Gesetz. Und so machen wir es dann. Ja, und gemeinsam in Kooperation mit Rupert Neudeck, der ist von Grünhelme e.V., habt ihr das Ganze ins Leben gerufen, um mal das genauer auseinander zu dividieren. Er hat das Projekt in diese Schule gesteckt und hat diese Schule mit aufgebaut.
Und du hast wiederum dann gesagt, wir setzen noch einen drauf und werden dieses diesen Skaterpark dann. Ja, also die Kühnhelmer sind eine Organisation für sich, die Robert Neude gegründet hat und mit der er weltweit in Krisengebieten Schulen baut. Also nicht nur die 32 in Afghanistan, er ist da extrem fleißig unterwegs, in Palästina, in Afrika, wirklich an den härtesten Stellen. Ist bewundernswert, mit wie wenig Mitteln er wie viel bewegt. Und das war für mich auch ein Vorbild, es genauso zu machen. Und mit SkateAid, also mit meiner Stiftung, brauchen wir ja immer irgendwelche Partner, wo wir dann vor Ort Projekte fördern können, weil von Münster aus kann ich ja nicht an 5 Stellen gleichzeitig irgendwelche Dinge selbst aufbauen. Mhm. Und für Afghanistan haben sich die Grünhelme als der ideale Partner für uns herausgestellt, weil die haben ein Netzwerk dort von mehreren Schulen oder von vielen Schulen. Die haben einen Mitarbeiter vor Ort, der sich auskennt. Und SkateAid hat dann die Idee geliefert, dass über den Bildungsauftrag hinaus was Kind- und Jugendgerechtes dort geschehen muss. Robert Neudeck hat schon immer den Wunsch gehabt, auch im Freizeitbereich den Kindern dieser Schulen was zu bieten. Und von daher passte das wunderbar zusammen. Und wir haben gesagt, okay, dann machen wir das zusammen. Wir haben das Geld besorgt, wir haben das Know-how besorgt und noch jemand drüber geschickt. Und dann ist dieser wunderbare Park dort entstanden, der natürlich entschärft ist. Das ist nicht so ein hartes Ding, wie hier bei uns in Deutschland und Europa üblich ist, sondern das ist alles was niedriger, damit auch wirklich Anfänger da sofort super gut klarkommen. Und ganz besonders schwierig ist ja, wir müssen ja gucken, dass sich keiner verletzt, denn in einem Land, ich sag mal, wo teilweise noch Auge um Auge, Zahn um Zahn gilt. Und in einem Land, wo auch die medizinische Versorgung wahrscheinlich nicht und die Justiz oder überhaupt das ganze Land korrupt ist. Da weiß man ja nie, wie das ausgehen würde, wenn sich ein Kind verletzt und dann gerade ein Trainer von uns vor Ort ist. Und die müssen wir auch irgendwo dafür sorgen, dass sie nicht gefährdet werden.